Die Strom- und Gasrechnungen, die momentan bei uns allen hereinflattern, sind alles andere als lustig. Aber es gilt, gute Lösungen für die problematische Energielage zu finden. Zu diesem Zweck wurde der erste Pongauer Energietalk ausgerufen. Ein spannendes Thema dabei waren Energiegemeinschaften, die es in manchen Gemeinden bereits gibt. Bisher dreht sich außerdem kein einziges Windrad im Land Salzburg. Das könnte sich nun offenbar ändern. Die steigenden Energiepreise setzen Private und Betriebe immer stärker unter Druck. Beim Energietalk in St. Johann bei der Firma Heli Austria, organisiert von der WKS Salzburg, Bezirksstelle Pongau, wurde über die aktuelle Situation diskutiert und Lösungen von der Politik präsentiert. Also für die Betriebe ist es natürlich eine Herausforderung, gerade jetzt, wo die Energiekosten massiv ansteigen. Dem wirken wir entgegen, indem wir ein neues Gesetz nächste Woche im Plenum beschließen werden. Das UEZG, das ist das Unternehmer-Energiekosten-Zuschussgesetz, wo wir gerade energieintensiven Unternehmen unter die Arme greifen wollen. Und hier gibt es Förderungen bis zu 400.000 Euro. Experten zum Thema Energie informierten über die Chancen der Energiewende. Ein großes Thema waren Energiegemeinschaften, die es in Kuchl, Wagrain, Bischofshofen und Altenmarkt bereits gibt. Energiegemeinschaften bringen technische und wirtschaftliche Vorteile. Der technische Vorteil liegt in der energiebilanziellen Geschichte. Das heißt, man kann Energie erzeugen und sofort verbrauchen und das dezentral sozusagen, also unabhängig von großen Kraftwerksanlagen und großen Leitungen, die man dazwischen braucht bis zum Verbraucher. Und das Wirtschaftliche ist, dass man die Energie sehr günstig mittlerweile erzeugen kann, am eigenen Dach sozusagen mit PV-Anlagen, kleinen Windkraftwerken, Wasserkraftwerken. Und das ist alles günstiger als das, was derzeit im Netz die Energie kostet. Und deshalb ist das ein wirtschaftlicher Vorteil. In Salzburg gibt es bis dato kein einziges Windrad. Das soll sich aber jetzt ändern. Diesen Herausforderungen werden wir auf jeden Fall begegnen, wenn wir diese 11 ausgewiesenen Windvorrangzonen forcieren. Ja, wir haben da diese Möglichkeit im Land Salzburg, dass diese Windvorrangzonen eben verankert werden in dem Energieentwicklungsprojekt. Dabei werden Verfahren beschleunigt werden und da ist das Land Salzburg wirklich Vorreiter. Wir müssen auf jeden Fall schauen, diese alternativen Energien zu nutzen und auch zu fördern. Durch diese Möglichkeit wird diesen Windkrafträdern und den Betreibern der Windkrafträder natürlich auch die Chance gegeben, das schneller eben auch umzusetzen und auch zu forcieren. Bei seinen Hubschraubern Sprit zu sparen ist schwierig. Roy Knaus setzt daher auf seine E-Fahrzeuge. 59 Elektroautos für ihn und seine Mitarbeiter gibt es schon. Weitere sollen noch angekauft werden. Wir sehen, dass das schon halt eine gute Ergänzung ist. Wir würden es jetzt nicht exklusiv sehen, aber es ist auf alle Fälle eine gute Ergänzung. Es ist steuerlich im Betrieb hochattraktiv und wir geben die steuerlichen Vorteile an die Mitarbeiter weiter. Dadurch haben wir eine Mitarbeiterbindung und gerade das ist ja jetzt sowieso das Thema, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden und wir denken, dass wir da schon sehr früh aufs richtige Pferd gesetzt haben. Viel wurde in den letzten Monaten über die Energiewende gesprochen und diskutiert. Jetzt müssen Taten folgen, bevor es zu spät ist.